Ja, guten Abend, sehr verehrte Damen und Herren. Es ist etwas anders als gewohnt, aber ich hoffe, es wird auch alles entsprechend klappen. Sie wissen ja zum Teil, dass ich vorhatte und vorhabe, eine kleine Serie zu liefern, eine Serie bedeutender Frauen des Mittelalters. Das sind zunächst mal in der Regel Heilige oder Königinnen. Ihr könnt natürlich sagen, warum spricht er nicht mal über die ganz einfachen Frauen? Aber das ist ein Thema Mittelalter, das sind 1000 Jahre und Europa ist ein ganzer Kontinent. Daraus kann ich keinen Vortrag machen. Dann werde ich hier stehen bleiben, bis mein Vollbart gewachsen ist. Ich habe mich also entschlossen, stattdessen einzelne Persönlichkeiten herauszunehmen. Über diese Persönlichkeiten gibt es natürlich auch etwas mehr Literatur. Denken Sie vielleicht auch nur an die Hildegard von Bingen. Inzwischen ist über die so viel erschienen, da können Sie eine ganze Bibliothek drauf aufbauen und da könnte man also wochenlang drüber erzählen. Stimmt übrigens auch nicht alles, was geschrieben worden ist, muss man auch wieder wissen. Ja, für dieses Jahr, voriges Jahr hatte ich ja ein anderes Thema. Dieses Jahr habe ich mich entschlossen, über Eleonore von Aquitanien zu sprechen. Geht mir ja auch darum zu zeigen, dass es in einer Welt, mittelalterliche Welt, war eine von Männern dominierte Welt. Dass es durchaus Frauen gab, die Bedeutendes geleistet haben, trotz der ganzen widrigen Umstände. Die Dame, über die wir heute reden werden, hat 80 Jahre gelebt. Das war für mittelalterliche Verhältnisse steinalt. Sie hat in der Zeit 8 Kinder geboren. Das darf man auch nicht vergessen, nicht? Also, die Frauen waren ja auch dadurch schon gehandicapt, dass sie in diesen Zeiten also sehr häufig schwanger waren, häufig Fehlgeburten erlitten, sich um die Kinder kümmern müssen. Und er hat eben trotzdem, trotz aller Widrigkeiten in ihrem Leben, sehr vieles geleistet, wie auch andere Frauen vieles geleistet haben, deren Namen wir nicht kennen. Da sind wir gleich bei dem Kennen, beim nächsten Problem. Wir kennen auch sehr wenig im Grunde genommen von den Menschen im Mittelalter. Das also für Sie werden heute Abend, wenn Sie weggehen, sagen, mein Gott, was weiß man alles? Als Historiker sage ich, mein Gott, was wissen wir alles nicht? Weil nicht so viel geschrieben worden ist wie heute, weil das, was geschrieben worden ist, im Laufe der letzten 800 Jahre zum Teil verschütt gegangen ist und weil das, was geschrieben worden ist, nicht so persönlich war. Würde ich jetzt einen Vortrag halten über Maria Theresia, oder über Queen Victoria, habe ich auch schon alles gemacht, dann hätte man Quellen zur Verfügung, die sehr persönlich sind. Tagebücher, Briefe, private Aufzeichnungen, aber auch Bilder, Gemälde, Skulpturen, ab dem 19. Jahrhundert auch Fotografien. Im Mittelalter haben wir davon entweder gar nichts, Fotografien ist klar, ne? Die haben wir überhaupt gar nicht. Bilder, ja, wir haben sowas wie das hier, das ist der Grabstein der Königin Eleonore in der Abtei Fontevraud. Das ist aber kein Abbild, wie sie wirklich ausgesehen hat. Es gibt bis ins 14. Jahrhundert keine Porträts. Menschen, die dargestellt werden, sind Idealdarstellungen, aber nicht realistisch. Also wir wissen nicht, wie diese Leute wirklich ausgesehen haben. So hat sie wahrscheinlich nicht ausgesehen und erst recht nicht, als sie mit 80 Jahren verstorben ist. Die Porträts, die Porträtkunst entwickelt sich erst in Italien im Laufe des 14., vor allem im 15. Jahrhundert. Das Gleiche gilt auch für persönliche Aufzeichnungen. Diese Menschen haben seltenst etwas über sich selber geschrieben. Wir erfahren etwas über sie aus relativ offiziellen Dingen, aus Urkunden, aus aktenkundigen Dingen. Da steht aber nur sehr wenig Persönliches drin. Man ist schon sehr froh, wenn man als Historiker dann so Stellen findet, nicht? Die Königin hat sich mit dem König verkracht, die haben Streit gehabt, nicht? Und als Zeichen der Versöhnung beschließt der König, mehrere Nächte im Schlafzimmer und im Bett seiner Frau zu verbringen. Das ist sehr privat. Das ist sehr privat. Haben mehrere Stellen gefunden, bei mehreren solchen königlichen Ehepaaren, nicht? Ich habe mir dann immer überlegt, ob die betroffenen Damen dann dieses Versöhnungsangebot auch entsprechend zu würdigen gewusst haben. Vielleicht haben die auch gesagt, ach, wäre mir lieber, er wird da bleiben. Oder sie haben gedacht,
ein neuer Pelzmantel oder ein schöner Ring wäre mir jetzt lieber als 3 Tage lang. Denn, ja, wissen wir ja nicht. Und Sie wissen auch, das brauche ich Ihnen eigentlich nicht zu erklären, Ehen unter fürstlichen Familien waren natürlich keine Liebesheiraten, die waren engagiert, das waren politische Ehen. Da ging es sich um Land, um Besitz, um Macht, um Titel und dergleichen. Teilweise auch in frühen Jahren war keine Ausnahme, dass gerade Frauen mit 11, 12 Jahren verheiratet wurden. Und dann konnten sie auch schon verheiratet werden, ein Mann, der 30 Jahre älter war. Und dann immer so ein Vergnügen war, ich wage das jetzt mal so in Frage zu stellen. Also das sind all die Probleme, auf die man als Historiker dann stößt. Nichtsdestotrotz, es kommt eine ganze Menge zusammen, dass man dann doch versuchen kann, wie ich heute Abend, das Lebensbild einer faszinierenden Frau mit einem hochspannenden Schicksal Ihnen darzustellen. Also wie gesagt, das ist jetzt so eine der wenigen Darstellungen von ihr. Da sieht sie ja auch noch relativ jung aus. So sieht natürlich keine 80-jährige Frau, die 8 Kinder geboren hat, aus. Das wäre also jetzt schon selbst bei modernster Schönheitschirurgie, also da könnte man liften und machen, was man wollte, das schaffen sie nicht. Geboren wurde sie als Enkelin Wilhelms IX. Von Aquitanien, den man auch den Troubadour nannte, das ist ja so eine Darstellung aus der Buchbinderei, so sah der natürlich auch nicht aus. Nicht? So hat man sich vorgestellt, nicht so hätte er ausgesehen haben können. Dieser Mann war sehr wichtig, man nannte ihn den Troubadour, weil er, das war der Zeit selten, weil er selber Liedtexte schrieb, also ein Songwriter des 12. Jahrhunderts. Das war selten, normalerweise waren die Troubadoure bezahlte Sänger, dass ein Fürst selber zur Feder und zum Papier und zur Klampfe griff und einen Song schrieb, das war selten. Und zeugt also davon, dass in der Zeit auch im kulturellen Bereich ein Wandel ist. Eigentlich waren Spielleute nicht so hoch angesehen in dieser Zeit. Dass ein Herzog selber anfängt zu komponieren und zu dichten, ist schon eine Ausnahme. Hat aber auch damit zu tun, dass das Gebiet, aus dem Eleonores Familie stammte, das ist das Languedoc, Südfrankreich etwa, das Gebiet südlich der Loire, das kulturell ganz anders geprägt gewesen ist als zum Beispiel Deutschland, England oder der Hohe Norden. Hier war die antike Überlieferung noch wesentlich lebendiger, ob in der Literatur, in der Philosophie, in der Architektur, wesentlich lebendiger. Da lebte die Antike auch noch im Hochmittelalter. Es spielt auch eine Rolle der Einfluss des Islam. Nicht von Südfrankreich nach Spanien, das ist gar kein großes Problem. Nicht? Und auch der islamische Dichtung, die islamische Mystik, das islamische Wissen war da sehr viel präsenter als im Rest Europas. Ich will nur darauf hinweisen, Gerbert von Aurillac, später als Papst Silvester II. In die Geschichte eingegangen, der hat, um 1000 hat er gelebt, der hat in Cordoba, das war damals islamisch, der größte Teil von Spanien war maurisch, und in Cordoba war berühmt für seine tolle Universität, vor allen Dingen was Naturwissenschaften anbelangt. Medizin, Pharmazie, Physik und so weiter und so weiter. Und dieser Papst, dieser spätere Papst Silvester II., hat jahrelang in Cordoba an einer islamischen, obwohl er war geistlicher, er hat aber an einer islamischen Universität studiert. Also diesen Einfluss der Antike und des Islam muss man da annehmen. Und dann überhaupt sagt man ja sicherlich nicht zu Unrecht. Es gibt ja Vorurteile, aber die Menschen im Süden sind ohnehin etwas sinnlicher, etwas heiterer, etwas agiler als die Menschen im Norden. Das spielte auch eine Rolle. Man sang, man tanzte viel mehr. Also wissen Sie, heute verschieben sich diese Dinge. Aber wenn Sie denken, heute geht man, wenn kein Corona ist und kein Schietwetter ist, dann geht man und setzt sich in den Biergarten oder setzt sich draußen irgendwo. Ach, vor 30, 40 Jahren war das noch nicht so selbstverständlich in Deutschland. Ja, im Süden ist es immer so gewesen. Im Süden hat man immer draußen gesessen, draußen gegessen, draußen musiziert, getanzt und so weiter. Also wir müssen diesen kulturellen Hintergrund, könnte ich doch stundenlang drüber reden, aber muss ich abkürzen, den müssen wir erstmal vor Augen haben. Und dieser Wilhelm IX. Von Aquitanien war also ein Protagonist der südfranzösischen Kultur seiner Zeit.
Eleonores Vater, hier sehen Sie eine weitere Buchmalerei, ich habe versucht, soweit es ging, immer Bilder aus der Zeit zu nehmen. Also nicht irgendwelche historistischen Bilder aus dem 19., 20. Jahrhundert, sondern immer zeitgenössische Bilder, soweit dies irgendwie möglich gewesen ist. Ihr Vater war Wilhelm X., ist 1137 gestorben, Eleonore ist 1124 geboren, also war noch sehr jung, als der Vater verstorben ist. Und sie war die einzige Erbin, da muss man dazu sagen, sie war die einzige Erbin. Das ist hier ihr Stammbaum, da sehen Sie oben Wilhelm IX., der Troubadour, Wilhelm X., ihr Vater, die zwei Ehemänner, die sie im Laufe ihres Lebens gehabt, Ludwig VII. Von Frankreich und Heinrich II. Von England. Und dann nicht ganz unwichtig, hier ihr Onkel, Raimund von Poitiers. Raimund von Poitiers war sozusagen bei der Erbaufteilung leer ausgegangen. In Aquitanien war es eigentlich üblich, der älteste Sohn, die älteste Tochter erbten und die anderen Kinder mussten gucken, wie sie fertig werden. Die Mädchen wurden verheiratet oder gingen ins Kloster und die Jungs mussten irgendwie gucken, wie sie sich anderswo ein Auskommen suchten. Der hat aber Glück gehabt, er hat Konstanze, die Tochter Bohemunds II. Von Antiochien geheiratet. Also Antiochien, das war eines jener Königreiche oder Herzogtümer im Heiligen Land. Seit dem ersten Kreuzzug war das Heilige Land ja von den Christen erobert worden. Die hatten es unter sich aufgeteilt, hatten da Reiche gebildet. Eins der mächtigsten und wichtigsten war Antiochien, da komme ich noch drauf zu sprechen. Und dieser Raimund von Poitou hatte die Gelegenheit, also diese Erbtochter Konstanze zu heiraten. Und der spielte nachher noch im Leben Eleonores eine nicht unbedeutende Rolle. Also es ist ein etwas abgekürzter Stammbaum. In Wirklichkeit war alles wieder wie immer sehr viel komplizierter. Sie ist also beim Tod des Vaters 1137 Erbin eines Reiches. Schauen Sie sich das mal an. Also alles, was hier jetzt so rot dargestellt ist, ist Ausnahme mit der Bretagne, diese anderen Gebiete, Bretagne und Normandie, diese anderen Gebiete hier, was so dunkelrot und so hier eingezeichnet ist, das gehörte alles zum Herzogtum Aquitanien. Aquitanien ist sozusagen nur der Überbegriff, Herzog von Aquitanien, besaß aber viele kleine Grafschaften und so weiter, die hier eingezeichnet sind, die noch unter ihm standen. Erzähle ich nachher noch ein bisschen mehr zu, sehr komplizierte Sache, aber es ist immerhin, es ist mehr als ein Drittel von Frankreich. Mehr als ein Drittel. Müssen Sie sich vorstellen, das eigentliche Herrschaftsgebiet des Königs von Frankreich war zu der Zeit nur das, was hier dunkelblau ist. Das ist das eigentliche Herrschaftsgebiet des französischen Königs. Was hier hellblau eingezeichnet ist, sind französische Vasallen, aber also die ihr Land als Lehen vom König genommen haben, aber im Prinzip machten die, was sie wollten. Also schon 50 Kilometer außerhalb von Paris hatte der König nicht mehr allzu viel zu sagen. Die waren sehr selbstständig. Auch die Herzöge von Aquitanien waren eigentlich Vasallen des Königs von Frankreich, aber der König von Frankreich hatte da so gut wie gar nichts mehr zu sagen. Wenn der irgendeinen Erlass rausgegeben hat, dann haben die gesagt, entweder passt uns der, dann machen wir es, oder passt uns nicht, dann machen wir es eben nicht. Die waren im Grunde genommen Souveräne in diesem Land. Nur auf dem Papier an den König von Frankreich gebunden. Und da oben diese Gebiete, die Bretagne und die Normandie, die unterstanden damals sogar England. Also Sie sehen, dass der König von Frankreich rein territorial gesehen nicht so bedeutend war. Und Territorium hieß im Mittelalter auch gleichzeitig Macht. Wer Territorien hat, hat auch Macht. Geld spielte doch nicht die ausschlaggebende Rolle wie heute. Landbesitz war eigentlich ausschlaggebend. Wer Land besaß, hatte viele Vasallen. Wer viele Vasallen hatte, hatte viele Ritter. Wer viel Land hatte, hatte viele Einkünfte. Nicht zuletzt durch die Masse der Bevölkerung, nicht? Man rechnet heute, dass weit über 90% der Menschen waren Bauern, von denen ein Großteil Leibeigene waren. Die mussten schuften, damit die restlichen paar Prozent ein durchaus mehr als nur bequemes und angenehmes Leben führen konnten. Das sind ja auch die Realitäten dieser Zeit. Also dieses ganze Gebiet hier, das fiel jetzt an dieses junge Mädchen, an diese Eleonore
von Aquitanien. Also ein durchaus sehr reiches Erbe, das sie da antrat. Sie konnte natürlich nach damaligem Verständnis nicht alleine regieren. Nach damaligem Verständnis brauchte sie einen Ehemann. Das war nun mal so. Die Rolle der Frau war eigentlich die der Gattin und der Mutter. Dass eine Frau selbstständig regierte, das war eigentlich unüblich. Intellektuell wäre sie mit Sicherheit dazu in der Lage gewesen. Es war eine hochintelligente Frau. Mit Sicherheit ist sie auch vorbereitet worden in ihrer Erziehung, worüber wir aber wenig wissen. Über Erziehung in dieser Zeit wissen wir ohnehin nicht viel. Mit Sicherheit hat sie auch einen gewissen politischen Schliff von ihrem Großvater und von ihrem Vater auch bekommen. Aber eines konnte sie mit Sicherheit nicht. Sie war keine Kriegerin, keine Ritterin. Es gab selten Frauen im Mittelalter in dieser Zeit, die tatsächlich, wenn Not am Mann war, in die Rüstung stiegen und mit der Waffe in der Hand ihre Anliegen vertraten. Es gibt diese Ausnahmen tatsächlich. Aber die können sie an den Fingern einer Hand abzählen. Und meistens erregten sie auch den großen Widerwillen des männlichen Teils der Bevölkerung, vor allen Dingen der Kirche. Denken Sie an die Geschichte mit der Jeanne d'Arc, die das ja in der Tat so getan hat und die also im Endergebnis auf dem Scheiterhaufen endete. Normalerweise musste eine Frau einen Mann heiraten, der für sie diese Dinge übernahm. Und wenn Sie sich vorstellen, so ein Gebiet wie dieses Aquitanien, das bestand ja aus zahllosen Unterherrschaften. Und die waren genauso wieder wie die anderen auch. Jeder tat im Prinzip, was er wollte. Der Herzog von Aquitanien war der oberste Richter dieses Landes. Jeder Streitfall zwischen irgendeinem Aristokraten hier im Land, zwischen zwei Aristokraten, musste vor den Herzog gebracht werden. Der Herzog war verpflichtet, entweder zu vermitteln oder ein Urteil zu fällen. Es ist gut und schön, wenn heute ein Gericht ein Urteil fällt und der, zu dessen Ungunsten das Urteil ausgeht, sich wehrt, dann wird das Gericht die Polizei einsetzen, die Justizvollzug einsetzen. Es gab so etwas im Mittelalter nicht. Etwas nicht in der Form, die wir heute haben. Die Gewaltenteilung als politisches Prinzip, die uns heute in der Demokratie so wichtig ist, ist eine Erfindung des 18. Jahrhunderts. Das gab es nicht. Da musste der Herzog das Urteil mit der Waffe in der Hand durchsetzen. Das war für eine Frau und dann noch für so eine junge Frau, man kann sagen, so gut wie unmöglich. Das ging überhaupt gar nicht. Sie musste sich einen Mann suchen, der in der Lage war, an ihrer Seite dieses Gebiet zu übernehmen und dann unter Umständen aufmüpfige Untertanen mit der Waffe in der Hand zurechtzuweisen. Anders wäre das gar nicht gewesen. Und diesen Mann fand sie auch sehr schnell. Ludwig der VII. Von Frankreich, kurz nach dem Tod des Vaters, 25. Juli 1137, heiraten die beiden. Da ist er noch Kronprinz, aber wiederum kurz darauf stirbt sein Vater, der auch Ludwig der VI., der auch Ludwig hieß, und bereits im August des gleichen Jahres zieht Ludwig der VII. Und Eleonore als Herrscherpaar in Paris ein. Sie ist jetzt Königin von Frankreich. Und jetzt gehen wir wieder nochmal zurück, um sich vorzustellen, was das für Ludwig bedeutete. Für Ludwig bedeutete das, mit dieser Ehe fällt dieses ganze Gebiet jetzt an ihn. Also zum Beispiel hier unten diese Grafschaft Toulouse, die machten Ebert zu wollten. Nicht? Die waren eigentlich auch von Aquitanien abhängig, die waren auch Vasallen des Königs, die ließ sich von überhaupt nichts beeindrucken. Da ließ sich überhaupt kein Fremder blicken. Das erinnert mich immer so an das Hexenhaus in Helrad, wo man immer gesagt hat, da kommt kein Fremder raus ohne blaues Auge und blutige Zähne. Nicht? Da kam kein fremder Herrscher, da konnte weder der König von Frankreich noch der Herrscher von Aquitanien was melden. Aber ihr seht, diese Ehe bringt für Ludwig einen unglaublichen Landgewinn mit sich. Und auch strategisch wichtig, der Übergang nach Spanien, die strategische Lage gegenüber den englischen Besitzungen. Also das ist für ihn ein Riesengewinn. Diese Hochzeit, das ist also ein großer Gewinn, den er damit macht. Zunächst lief diese Ehe auch ganz gut. Eigentlich haben sich beide relativ gut vertragen. Eleonore macht ihrem Mann
als Zeichen ihrer Zuneigung zu ihrem neuen Ehemann schenkt Eleonore ihm diese sogenannte Fiole, also ein kleines Fläschchen aus Bergkristall. Bergkristall war ein sehr kostbares Material und besonders verstanden sich die Muslime auf die Herstellung. Ihr müsst euch vorstellen, es ist aus einem massiven Stück Bergkristall und innen drin die Höhlung ist also von Hand ausgebohrt. Es ist also eine unglaubliche Kunstfertigkeit, die dahinter steckt. Und dieses Teil hatte ihr Großvater, der Troubadour, aus Spanien mitgebracht, sicherlich von einem muslimischen Handwerker, die dafür berühmt waren, angefertigt. Und Eleonore hat sehr an diesem Stück gehangen, als Erinnerung also an ihren Großvater und auch wegen der Kostbarkeit, und hat es dann trotzdem ihrem Mann kurz nach der Eheschließung geheiratet. Nach der Scheidung der beiden hat dann Ludwig es dem Abt Suger von Saint-Denis geschenkt und der fügte es dem Schatz der Abtei, dieser berühmten Abtei in Saint-Denis, der Grableger der französischen Könige, der ersten gotischen Kirche Frankreichs, bei. Und der Abt Suger, der wird uns auch noch begegnen, der hat dann dieses Halsstück und diesen Sockel unten als Goldschmiedearbeit anfügen lassen. Aber in meinen Augen ist es vielleicht eine Geschmacksverirrung, denn dieses Stück in seiner Schlichtheit, in dem edlen Material, in seiner handwerklichen Verarbeitung, war für sich eigentlich schon kostbar genug. Über den weiteren Verlauf dieser Ehe will ich nicht allzu viel erzählen. Ist auch nicht so viel darüber bekannt. Bekannt ist nur, dass er tatsächlich so, wie man sich das vorstellt, mit der Waffe in der Hand eingreift. Sie ist nominell immer noch Herzogin von Aquitanien, aber jetzt Gattin des französischen Königs. Und wenn da irgendwelche Adligen aufrüpfig werden, dann greift er ein. Und dann wird auch schon mal eine ganze Burg ausradiert oder sogar eine ganze Stadt ausradiert. Damit also nicht lange gefackelt. Er hat sich sogar mit den Grafen von Toulouse angelegt. Dummerweise, da hat er sich einen blutigen Kopf geholt. Aber spannend wird eigentlich die ganze Geschichte wieder. Spannend wird die ganze Geschichte wieder mit den Kreuzzügen. 1099, Eroberung von Jerusalem, ich hatte Ihnen eben erzählt, diese zahllosen Fürstentümer, die dann hier auf ehemalig muslimischem Gebiet entstehen, das Königreich Jerusalem zum Beispiel, das Königreich Armenien, die Grafschaft Edessa, Fürstentum Antiochia, hier saß der Onkel von Eleonore als Fürst von Antiochia, die Grafschaft Tripolis. Das sind also alles christliche Herrschaften in muslimischem Gebiet. Alles andere hier drumherum ist ja muslimisches Gebiet. Und die Kämpfe gingen ja auch nach der Eroberung von Jerusalem und dieser Gebiete weiter. Aber dann passiert Folgendes. Etwa um 1145 erobern die Muslime die Grafschaft Edessa. Diese Grafschaft Edessa ist strategisch sehr wichtig, weil sie den Landweg hier mit sichern hilft und weil sie sozusagen wie ein Finger in muslimisches Gebiet hineinragt. Wer da sitzt, hat sozusagen eine Flankenstellung und kann von hierher immer wieder entlang des Euphrat und des Tigris in Kerngebiet arabische Herrschaft eindringen. Also wer Edessa besitzt, das ist eine militärische Schlüsselposition für den ganzen Nahen Osten. Also wenn Sie sich jetzt darüber eine moderne Karte legen würden, würden Sie sehen, dieses Gebiet ist bis heute umkämpft. Das ist bis heute. Die ganzen Kriege, die da jetzt in den letzten Jahrzehnten getobt haben, das ist eine unglaublich strategisch wichtige Position, schon in der Vor- und Frühgeschichte, die ganze Antike hindurch, bis zum heutigen Tag. Das ist immer Streitpunkt gewesen, wer ist der Herrscher dieses Gebietes. Deswegen, wenn Sie die Tageszeitung in den letzten Monaten so gelesen haben, deswegen hängt doch alles drin. Deswegen mischt sich Putin ein, deswegen mischt sich Erdogan ein, deswegen mischen sich die Amerikaner ein, weil das so eine wichtige Position ist, dieses Gebiet. Und aufgeschreckt deswegen ist vor allen Dingen der Papst. 1144, pardon, ist Edessa gefallen. Der Papst Eugen III. Ruft 45 zum Kreuzzug auf. Die Christen sollen sich zusammentun, sollen ins Heilige Land ziehen, einen neuen Kreuzzug machen und sollen gefälligst wieder hier Edessa zurückerobern. Und dieser Aufruf hat zunächst mäßigen Erfolg. Also der Eifer für den Kreuzzüge ist geschwunden.
Ganz einfach deswegen, sehr viele Kreuzfahrer sind nicht aus religiösen Gründen ins Heilige Land gezogen. Die wollten da im Grunde genommen Gewinn machen. Die wollten da auch ihre Herrschaft aufbauen. Das waren wie der Onkel von Eleonore, das waren junge Adelige, die nicht erbberechtigt waren. Die sagten, aber irgendwo muss ich ja auch unterkommen, aber da kann ich. Nun gucken Sie aber die Karte an, da ist ja schon alles besetzt. Da ist nicht mehr viel, da müsste man schon tatsächlich hier im islamischen Gebiet vordringen. Bringt nichts mehr, nicht? Und der Papst überlegt also, was er machen kann und schickt dann den charismatischen Bernhard von Clairvaux, diesen bedeutenden Abt des Mittelalters, der ein charismatischer Prediger war, von dem man wusste, dass er also eine Riesenmenge von Menschen in wahre Begeisterung, in Euphorie versetzen konnte. Und der geht also on Tour durch Europa, ist auch in Deutschland gewesen, und hält überall Predigten. Man sagt also, die Kirchen waren viel zu voll, der musste auch unter freiem Himmel predigten. Die Leute strömten zu Tausenden hin. Und jedes Mal, wenn der seinen Auftritt hatte, dann haben wir alle gesagt, Deus vult, Gott will es, und haben sich im Kreuz angeheftet und sagen, wir ziehen es auf dem Kreuz. Der Bernhard von Clairvaux war offenbar, also ich wünschte mir, ich hätte ein bisschen von dieser Gabe, nicht? Dann bräuchte man hier auch, dann würde ich die Köln-Arena anmieten und ach, wunderbar, nicht? Aber ich bin eben nicht Bernhard von Clairvaux. Hat vielleicht auch so einen Vorteil, der war ja Mönch und durfte keine Frau haben. Ich bin glücklich mit meiner. Also es gibt immer im Leben Vor- und Nachteile, muss man alles sehen. Und der tingelt also jetzt durch Europa, vor allen Dingen hat er ja abgesehen auf die Großen, nicht? Große Leute, weil da waren es ganz genau, wenn Fürsten auf den Kreuz zu ziehen, dann ziehen deren Vasallen ja sowieso mit. Also das ist ganz klar, die nehmen die also mit, die will er also sozusagen in den Griff kriegen. Und so kommt er auch nach Vézelay in Burgund und hält da diese Predigt natürlich wieder unter freiem Himmel, weil so viele Leute kommen, nicht? Und dann ist hier eine Buchmalerei, allerdings aus den 1470er, 80er Jahren, also später. Na, älter gibt es da nicht, und in Vézelay auf freiem Feld lässt er sich dann aus Holz und Predigtstuhl da bauen. Der ist dann auch noch zusammengekracht während der Predigt. Also sehen Sie, die Pannen passieren nicht nur uns, das passiert auch routinierten Predigern, die gewohnt sind, vor 10.000 Menschen zu predigen. Irgendwas geht schief, die Technik, ne? Kracht, macht das Ding, bricht an. Aber er schafft es wieder mal, die Massen zu begeistern, und vor allen Dingen anwesend ist auch der Gemahl Eleonores, Ludwig VII. Von Frankreich, und auch der sagt, ich lege ein Eid ab, auch ich nehme das Kreuz, auch ich ziehe ins Heilige Land. Also da Volltreffer für Bernhard von Clairvaux, denn er ist König von Frankreich und über seine Frau auch noch, da steht in Aquitanien, wenn der zieht, dann wird dieser Kreuz zu klappen. Den deutschen König Konrad III. Hat den Stauffahrer schon auf seine Seite gebracht, der will auch schon ziehen, damit steht die Sache. Damit weiß man, jetzt kann dieser Kreuz zu stattfinden. Man muss aber dabei bedenken, der Ludwig war ein sehr, sehr frommer Mann. Übrigens Eleonore manchmal ein wenig zu fromm, der also sehr viel betete und fastete und sich selbst kasteite und Reliquien verehrte und Wallfahrten machte und so weiter. Er stellt sich diesen Kreuzzug eigentlich weniger vor zum Erobern, sondern er will unbedingt nach Jerusalem. Für ihn ist das Ganze eine Pilgerfahrt, allerdings eine bewaffnete Pilgerfahrt, sozusagen beten im Kettenhemd, nicht? Also das eigentlich, sein Ziel ist eigentlich, er will nach Jerusalem. Jerusalem ist nun mal eine der heiligsten Städten für die drei großen Weltreligionen, für Christentum natürlich auch. Da will er hin. Und ich muss das nicht sagen, ich habe Jerusalem auch ausgiebig besichtigt. Ist also, selbst wenn man kein gläubiger Mensch ist, ist eine Stadt, in der also die Kulturen und die Religionen so aufeinander prallen, man muss es eigentlich mal gesehen haben. Das ist eigentlich sein Ziel. Eigentlich der Bernhard von Clairvaux hat da offene Türen eingeredet. Er will das jetzt also machen. Und er nimmt also seine Frau Eleonore mit. Hier sehen Sie auch ganz schön, auch wieder eine spätere Buchmalerei. Der Papst ist anwesend. Bernhard von Clairvaux ist anwesend. Der Abzuger von Saint-Denis ist anwesend. Und die sehen Sie hier also, nicht der Papst und der König und die Königin. Und hier ist der Aufbruch, wo die gepanzerten Ritter dann also ins Heilige Land reisen, um diesen Kreuzzug unternehmen. Das ist 1147. Also eine bewaffnete Pilgerfahrt ins Heilige Land. Jetzt muss man etwas dazu sagen. Eleonore hätte eigentlich ja auch zu Hause bleiben können. Er hätte ja sagen können, bei so einem Kreuzfahrt, da weiß kein Mensch, wie lange die dauert.
Also wenn sich die mittelalterlichen Wegeverhältnisse vorstellen, da würde also auf jeden Fall ein Jahr Hinreise, ein Jahr Rückreise, ein Jahr muss man da unten sich mit den Heiden kloppen, also 3 Jahre Mindestmaß müsste schon mal ausreichen. 3 Jahre mindestens wird er in der Fremde sein. Und ja, also mit der Kommunikation, wie wir sie heute kennen, war auch nicht so bestellt. Im Grunde genommen hätte das geheißen, er muss für mindestens 3 Jahre, das hätte man auch 10 werden können, das wusste keiner, muss er ja ein Zuhause haben, der die Regentschaft über Frankreich übernimmt. Und hätte sich ja eigentlich angeboten, dass seine Frau das übernimmt. Das war nicht ungewöhnlich, dass Frauen die Regentschaft übernehmen. Das lehnt er aber brüsk ab und ernennt stattdessen Suger von Saint-Denis zum Regenten. Es ist die Frage, warum hat er das getan? Es gibt da mehrere Möglichkeiten. Entweder hat er erkannt, dass seine Frau in der Tat, wie sich weiter herausstellen wollte, durchaus eigenwillig und eigenständig war. Da hat sie gesagt, naja, wenn ich so lange da weg bin, dann macht die möglicherweise Dinge, die ich eigentlich nicht haben will. Das könnte ein Motiv dafür gewesen sein. Es gibt ein anderes Motiv, Eifersucht, darauf komme ich noch zu sprechen. Er war also sehr eifersüchtig auf die offenbar sehr schöne, junge, gebildete Frau, die er da geheiratet hatte. Und die war noch so viel Land mit in die Ehe gebracht hat. Da will man eigentlich noch mehr, nicht? Reich, schön, jung, gebildet, also, naja, nicht? Es gibt aber sicherlich auch noch einen anderen Grund. Er hat möglicherweise damit gerechnet, dass ihre Vasallen, sie ist ja immer noch Herzogin von Aquitanien, dann in großer Zahl folgen werden. Und die dritte, für mich wahrscheinlichste Möglichkeit ist, er hat einfach gesagt, eine Frau kann das überhaupt gar nicht machen. Ich muss einen Mann an die Stelle setzen und ich nehme dafür Suger von Saint-Denis. Abgesehen davon, dass er seine Frau jetzt ziemlich schnöde übergangen hat, die Wahl Sugers von Saint-Denis war keine schlechte Wahl. Es war einer der intelligentesten Männer Frankreichs in dieser Zeit, der unglaublich viel auf politischem Gebiet bewegt hat und auf kunsthistorischem Gebiet. Er gilt als der Erfinder der Gotik. Nämlich die erste gotische Kirche Europas ist die Abtei von Saint-Denis, deren Umbau, Saint-Denis stammt ja aus der Merowinger-Zeit, deren Umbau eher durchgeführt hat. Es war kein besonders guter Freund von Bernard von Clairvaux. Auch im Klerus stritt man sich gelegentlich äußerst häufig, sehr unchristlich, aber man tat das. Aber es war keine schlechte Wahl, dass er diesen Mann da dafür gewählt hat. Und ihm hat er auch weitgehende Vollmachten entlassen. Also seine Frau nimmt er mit auf dem Weg ins Heilige Land. Die ziehen übrigens auf verschiedenen Wegen dorthin. Das ist einmal der deutsche König, der auf dem Seeweg reist, und der französische König, die marschieren also zusammen, erst durch Ungarn bis nach Byzanz, und dann reist der deutsche König auf dem Seeweg, der französische König auf dem Landweg. Auf dem Landweg, das bedeutet, sie müssen durch feindliches Gebiet marschieren. Sie müssen durch Anatolien, Anatolien ist in der Hand der Seldschuken. Die Seldschuken waren ein Turkstamm, Halbnomaden, mit nicht ganz feinen Sitten, also mit Arabern konnte man verhandeln. Die Araber waren hochgebildet und hatten gute Diplomaten, mit Arabern konnten sie verhandeln, mit Seldschuken konnten sie nicht unbedingt verhandeln. Jeden Eindringling betrachten die als Feind und dieser Feind, der wird vernichtet. Und diese Pilgerfahrt wird zu einem wahren Albtraum. Immer wieder wird, ihr müsst euch vorstellen, dieses französische Heer, das sind Ritter, die sind schwer bewaffnet, die haben 25 Kilo Eisen am Leib und sie marschieren durch ein heißes, unwegsames Gebiet. Und die Seldschuken haben kleine, schnelle Pferde, haben Reflexbogen, mit denen sie mehrere Pfeile in einer Minute abfeuern können. Und die greifen noch nicht frontal an, die greifen aus dem Hinterhalt an, die umzingeln die. Also die französischen Truppen erleiden große Verluste, sie leiden unter Hitze, unter Hunger. Also selbst König und Königin erleben Rationierung von Brot, Wein und Wasser. Sie sind ständig bedroht. Und man mag sich gar nicht vorstellen, was mit Eleonore passiert wäre, wenn sie bei diesen unzähligen Gefechten in die Hand der Seldschuken gefallen wäre. Also im harmlosesten Fall wäre sie als Sklavin in irgendeinem Harem geendet, im schlimmsten Fall hätte man bestialisch umgebracht. Es war also unglaublich, also die Strapazen, die da gewesen sind, die ständige Angst, also die zeitgenössischen Berichte, die werfen da schon ein dramatisches Licht darauf, was sie da alles erfahren hat. Es war ein ziemlicher Leidensweg und sie hat furchtbar viel Leid auch ansehen müssen. Nicht? Also sie hat diese Gefechte unmittelbar erlebt und dann die Beschreibungen, nicht Menschen, die denen die Gedärme aus dem Leib quellen, Menschen, die vor Schmerzen schreien,
der Hunger, die Hitze, die Krankheiten, das Ungeziefer. Also es war schon eine unglaublich strapaziöse Sache. Im März 1148 treffen sie dann endlich, nachdem sie in Attalia doch wieder Schiffe bestiegen haben, völlig erschöpft in Antiochien ein. Und in Antiochien werden sie feierlich empfangen von Eleonores Onkel Raimund. Den sehen Sie hier, der ganz demütig mit gezogenem Hut vor dem französischen König, der trägt ein blaues Gewand mit den goldenen Lilien als Zeichen des französischen Königs, der ihn hier sehr demütig empfängt. Und sie sind jetzt erstmal zur Erholung da Gast in Antiochien. Jetzt muss man eines wissen, dieses Gebiet, die Franzosen nennen das Outremer, auf der anderen Seite des Meeres, auf der anderen Seite des Mittelmeers, in Outremer, die ist dann, da leben natürlich Christen, da leben Europäer, nicht? Eleonores Onkel Raimund und viele andere mehr, die haben da auch Burgen gebaut, die haben da Kirchen gebaut, die leben da. Aber die ganze Kultur dieser Leute innerhalb von einer Generation sind aus denen halbe Orientalen geworden. Sie leben in einem Land, in dem das Klima anders ist, das Essen anders ist, die Kleidung anders ist, die Kultur anders ist. Damit müssen sie leben. Entweder integrieren sie sich, entweder assimilieren sich, nicht den christlichen Glauben aufgeben. Das tun sie natürlich nicht. Im Gegenteil, die sind manchmal noch wesentlich fester in ihrem Glauben als die Menschen in der Heimat. Aber so in Sachen Kleidung und Essen und so allgemeines Leben. Und es waren die, die da auftauchen, waren meistens Südfranzosen. Das waren alles im Grunde genommen Landsleute Eleonores. Das haben die Franzosen immer gemacht. Gucken Sie die französische Kolonialgeschichte. Die Franzosen haben später 1990 Nordafrika besiedelt. Das waren immer Südfranzosen. Das waren immer Leute aus dem Langen Dock. Die Franzosen hatten auch zeitweise Kanada besiedelt. Kanada wurde mit Leuten besiedelt aus der Bretagne und aus der Normandie. Ja, ist klar, ein Mensch aus Südfrankreich, der war das Klima gewöhnt. Ein Mensch aus Nordfrankreich, der war in Kanada, der konnte mit 20, 25, 30 Grad minus, konnte er leben. Ne? Aber mit 40 Grad plus konnte er nicht mehr leben. Das war also schon alles sehr bewusst und sehr gut geplant. Und Eleonore fühlt sich unter diesen Menschen mit ihrer orientalischen Lebensweise. Da gibt es Bauchtänzerinnen, da gibt es Akrobaten, da ist alles bunt und farbig. Da fühlt sie sich als Frau aus dem Languedoc sofort wohl. Nicht nur, weil ihr Onkel ist, er ist auch ein halber Oriental, er ist auch ein halber Sultan, sondern das ganze Flair und die ganze Atmosphäre, ihrem Mann gefällt das nicht. Der stammt aus Nordfrankreich. Der ist streng, streng im Glauben, streng im Benehmen, der ist asketisch, der ist frömmelnd, dem gefällt das überhaupt gar nicht, diese ganze Atmosphäre, die da herrscht. Und dann kommt noch dazu, dass sich der französische König und der deutsche König sehr rasch mit dem Raimund von Antiochien entzweien. Raimund von Antiochien sagt, ihr seid doch eigentlich hierher gekommen, um Edessa zurückzuerobern. Das ist doch der Grund gewesen. Der Papst hat doch gesagt, dieses wichtige Edessa müsste, ich habe die Karte gezeigt, das müssen wir zurückerobern. Was wollt ihr denn jetzt eigentlich machen? Ja, und die sagen dann, nö, also der Ludwig will eigentlich nach Jerusalem erstmal beten. Und wenn wir gebetet haben und Reliquien eingesagt haben, dann können wir mal gucken, was wir so militärisch auch noch machen können, am Rückweg vielleicht auch noch. Und der deutsche König, der sagt dann, nee, also Edessa ist eine Ruine. Das haben die Muslime, die haben da platt gemacht, da ist nichts mehr zu erbeuten. Ich würde mich lieber nach Damaskus ziehen. Damaskus ist eine reiche Stadt, wenn man die erobert, dann können wir nach Herzenslust plündern und kommen mit den Taschen voller Gold und Juwelen und Seide und allem möglichen, da kommen wir reich und erfolgreich nach Hause, lass Jerusalem Jerusalem sein und lass das andere, wir wollen erstmal Beute machen. Ne? Der Raimund sagt, naja, das bringt uns alles nichts, Edessa ist viel wichtiger. Dann unterstellt man dem, ja, das willst du nur haben, weil das Nachbarfürstentum ist. Du denkst ja, wir erobern das und du kannst es dann nachher einsacken. Ne? Also die zanken sich um die politisch-militärischen Ziele des weiteren Kreuzzuges, wie das gehen soll. Strategisch gesehen war die Einstellung von Raimund richtig. Die strategische Position von Edessa, abgesehen davon, der Papst hatte das ja auch so, das diente ja dazu. Das war wesentlich klüger. Und es stößt aber auf Granit bei dem französischen König. Und da denkt er, naja, dann rede ich mal mit meiner Nichte. Ne? Dann so Ehepaar, die liegen so, die kennen ja den Begriff Gardinenpredigt. Da kommt ja daher, dass man im Mittelalter, das war ja sehr kalt in den Gebäuden, nicht? Mit den dicken Mauern war ja sehr kalt. Man hatte ja so ein Himmelbett, nicht? Sieht man ja heute noch manchmal so in dieser Honeymoon Suite oder so, so ein Himmelbett. Nicht? Also eine Gardine zum Vorziehen, damit es drinnen warm bleibt. Nicht? Und Gardinenpredigt ist eben das in der Volkssprache, nicht? Wenn die Frau hinter den vorgezogenen Vorhängen des Bettes dem Mann mal die Standpauke hält. Nicht? Und
So denkt sich der Raimund dort, seine Nichte, die mögen sich auch sehr. Der, sag ich mal, red mal mit deinem Mann. Versuch dem mal klarzumachen, was vernünftiger wäre, was richtiger wäre. Nicht? Und das tut sie auch. Und sie erkennt auch selber, dass das durchaus der richtige Weg ist. Dahinter steht der Papst, dahinter steht Bernhard von Clairvaux, dahinter steht Raimund, der ist ja vor Ort, der lebt der da, der kennt die Verhältnisse. Es spricht alles dafür. Aber es gibt genügend Leute, die dagegen sind. Und die beginnen nun in dem König, der wahrscheinlich schon diesen furchtbaren, diesen Keim der Eifersucht sowieso schon in sich hatte. Die reiten auf der Eifersucht rum und sagen, ja, aber deine Frau, die hängt immer mit ihrem Onkel zusammen. Wer weiß, ob da nicht mehr dahinter ist. Immer sind die da zusammen, hängen die zusammen und sie hetzen im Grunde genommen, der will dir die abspenstig machen. Und der macht ja Geschenke, der schenkt ja schöne Seide aus China, bunt gedruckt und Goldsachen und so weiter. Und dann tanzen die auch noch abends am Markett. Also da musst du aufpassen und schwumps. Entstand durch die Intrige von Leuten, denen ging es eigentlich nur um eins, die wollten nach Damaskus, um Beute zu machen. Aus der Intrige dieser beutegierigen Männer, Aristokraten, Ritter, Männer können auch Intrigen schmieden, nicht? Man sagt immer, Frauen sind so raffiniert, und die machen Intrigen und so weiter, da können Männer genauso gut. Nicht alle, ich bin da ein bisschen blöd drin, aber es gibt Männer, die das ganz hervorragend kennen, gucken sich mal die Politik an, es gibt also Intriganten da, diese Intriganten erregen die Eifersucht des Königs, der jetzt seiner Frau misstraut. Darum entsteht nachher, entstehen Legenden. Deswegen hatte ich ja ins Titel genommen, die Legenden, die um sie gewoben sind. Die Legende, sie ist mit 300 Amazonen ins Heilige Land geritten. Ja, völliger Blödsinn. Woher wollte die bitte schon 300 Amazonen in Frankreich aufgetrieben haben? Das geht nicht. Die Legende ist, sie ist eine Ehebrecherin. Sie hat ihren Mann mit ihrem Onkel betrogen. Die Legende wird immer weiter ausgeschmückt. Und am Schluss ist sie im Grunde genommen eine Ehebrecherin. Sie ist lasziv, die ist ein Vamp, ein Sexmonster. Die hat es mit jedem getrieben. Also sie wird schon ganz früh diffamiert. Aber nicht, weil sie irgendwas getan hat in dieser Beziehung, sondern weil sie eigentlich sehr vernünftig war, aber anderen Leuten im Wege gestanden hat. Das kennen Sie heute auch. Schmeiß viel Dreck. Etwas bleibt immer davon hängen. Auch eine altbewährte Methode, nicht nur in der Politik. Das weiß jeder, der lange genug gelebt hat, dass das auch so geht. Und dann kommt natürlich noch eines dazu. Sie hat sich als Frau in eine Männersache hineingemischt. Das missfiel den meisten Männern. Wenn es um Krieg und Politik geht, haben die Frauen gefälligst. Und denken Sie daran, die Kirche sah dann genauso gut. Der Apostel Paulet. Tacet mulia in ecclesia. Das Weib schweige in der Versammlung. Also Ekklesia muss man da nicht übersetzen mit Kirche, sondern mit Versammlung. Das Weib schweige in der Versammlung. Also wenn Männer zusammensitzen und ein ernstes Problem bekackeln, dann dürfen die Frauen allerbesten mal fragen, was soll ein Bier haben? Oder kann ich noch Schnittchen machen? Aber sich nicht einmischen in solche ernsten Angelegenheiten. So ist die Zeit eben. Wir könnten über das Thema Kirche und Frauen im Mittelalter hier also keinen Vortrag halten, sondern könnte man eine Seminarreihe drüber machen. Aber daran, sie erlebt es hier zum ersten Mal so richtig. Als Frau, sie kann noch so klug sein, sie hat auch recht, aber gegen diese Männerdomäne, da kommt sie einfach überhaupt nicht an. Und der Ludwig beschließt einfach, ich reise jetzt erst einmal nach Jerusalem, lass die anderen anders machen und er zwingt sie mitzureisen. Sondern einfach so, du packst jetzt deine Sachen und wir reisen nach Jerusalem. Und jetzt ist sie also, da ist sie sehr beleidigt. Sie ist einfach über dieses Verhalten ihres Mannes schon auf dem Feldzug. Hatte er sich nicht als großer Militär herausgestellt. Nicht? Denn mit Beten gewinnt man keinen Krieg, erst recht nicht gegen heidnische Seldschuken. Jetzt hat er auch noch politisch im Grunde genommen versagt, aber behandelt sie wie eine blöde Pute, der man Kommandos erteilen kann. Im Grunde genommen ist hier die Ehe, wenn nicht schon gescheitert, aber die hat einen ganz massiven Knacks an diesem Punkt in diesem Jahr 1148 schon erfahren. Da ist ein massives Zerwürfnis vorhanden. Also man zieht jetzt, also die sind jetzt erstmal in Jerusalem, er macht da seine üblichen Exerzitien, er ist ja nun fromm da, und dann trifft er sich wieder mit dem deutschen König und sie belagern Damaskus. Damaskus, also die Opposition sozusagen hat sich durchgesetzt. Sie haben sich durchgesetzt. Und was passiert vor Damaskus?
diese Belagerung ändert. Ja. Diese Belagerung scheitert. Sie scheitert kläglich. Und warum scheitert sie? Ich kann Ihnen das in der Einzelheit nicht erzählen. Da wäre aber jetzt auch wieder den ganzen Abend dran. Sie scheitern daran, weil diese Männer, die ja ach so furchtbar klug sind, diese ganze Aktion versaubern. Die haben eine wunderbare Position, in der sie die Stadt einschließen können, aber aus irgendeinem Grund wechseln sie die Position. Das ist jetzt hier auf dieser Buchmalerei dargestellt, ist wieder auf diesem Buch um 1470 bis 90. Da sehen Sie zum Beispiel die Fahne des deutschen Kaisers und die wechseln diese Position da und gehen. Die hatten alles da. Sie hatten Wasser, sie hatten Weideland für die Pferde, sie hatten Nachschub bei alles und ziehen einfach irgendwo hin, wo es kein Wasser gibt, wo es kein Nachschub gibt und wo der Feind sie spielend leicht überraschen kann. Also Dummheit im Dienst. Und die Belagerung scheitert. Sie müssen also quasi geschlagen zurückziehen. Das ist wieder so ein Punkt, wo mit Sicherheit Eleonore den Kopf geschüttelt hat und gesagt, hätte der mal auf mich gehört, dann wären wir jetzt nicht in diese Situation gekommen. Er hat den ersten Fehler gemacht mit der Reise über den Landweg. Was haben wir nicht alles erleiden müssen? Wie viele sind nicht gestorben oder krank geworden oder sonst wie verschütt gegangen? Da hat er einen Fehler gemacht. Er hat diesen Bock geschossen mit meinem Onkel, der ihn ja aus gutem Grund gesagt hat, macht das noch erst. Und jetzt wird alles Mögliche versägt. Sie wird sich dann ihre gedacht haben. Als Frau hast du nichts zu sagen, aber die Männer, was machen die? Alles wird daneben gemeiert. Und das ist es ja tatsächlich auch gewesen. Am Ende sind die, als sie nach Hause zurückkommen, und die Heimfahrt war auch nicht ohne, auf der Rückfahrt wird das Schiff nämlich von byzantinischen Korsaren gekapert, sie geraten in Gefangenschaft, die lassen sie zwar wieder frei, mühselige Rückfahrt nach Paris, und dann sind sie dann zu Hause, und danach haben sie beide wohl gemerkt, naja, diese Ehe ist nicht mehr zu retten, da ist eigentlich nichts mehr zu machen. Also im Grunde genommen wollen sie auseinandergehen. Zeitgleich, 1151, begegnet sie Heinrich Plantagenet, den Sohn Gottfrieds von Anjou, Herzog der Normandie und möglicher neuer englischer König. Nicht? Ein junger Mann, sehr lebenslustig, sehr stark, sehr sportlich, sehr vital. Möglicherweise, wissen wir nicht, und möglicherweise hat es bei der ersten Begegnung zwischen den beiden schon gefunkt. Ne? Denn sie war ja von ihrem Mann schon längst mental, hatte sich ja schon von ihrem Mann eigentlich entfernt. Sie ist aber die, die die Trennung als erstes anstrebt. Trennung, ich sage, man muss Trennung, nicht Scheidung. Scheidung gibt es nach kanonischen, sprich kirchlichen Rechten, Mittelalter überhaupt nicht. Eine Ehe ist ein Sakrament, das darf nicht geschieden werden. Es gibt eine Trennung, für diese Trennung gibt es Argumente. Ein Argument ist zum Beispiel, wenn ein Fürst von seiner Frau keinen männlichen Thronfolger geboren bekommt. Dann ist eine Trennung möglich, dann kann er die Frau sozusagen abschieben, nimmt sich eine neue und probiert es nochmal. Eleonore hatte bis dahin nur zwei Mädchen geboren. War ein Argument für ihn. Er war ja wohl auch bereit, diese Trennung einzugehen. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass man argumentiert, die sind viel zu nah miteinander verwandt. Das gilt die sogenannte Nahehe. Und das europäische Adel dieser Zeit, die waren alle miteinander verwandt. Mehr oder weniger, die hatten alle kreuz und quer geheiratet. Da gab es immer eine Möglichkeit zu sagen, ach ja, aber da war noch einer, die hätten eigentlich nicht, ne, und die durften, ja, obwohl das hätte man ja eigentlich schon bei der Eheschließung merken müssen, aber die Kirche war in diesem Fall bereit, einen solchen Fall zu konstruieren, das ist eine nahe Ehe, viel zu nahe Blutsverwandtschaft. Es half übrigens auch, wenn man mit finanziellen Zuwendungen die Entscheidungskraft der Kirche ein wenig schmiert, auf gut Deutsch gesagt. Ne? Also mit einer anständigen Stiftung konnte man eigentlich fast jede Ehetrennung, nicht scheiden, jede Ehetrennung irgendwie ermöglichen. Und tatsächlich wird dann 1152 in Beaugency ein Konzil, das muss ich mal vorstellen, wegen dieser Sache ein Konzil. Alle französischen Bischöfe, Kardinäle, Erzbischöfe, kirchlichen Rechtsgelehrten und weiter Gesandtlegaten des Papstes, alles trifft sich da und verhandelt monatelang und dann wird tatsächlich die Ehe wegen Blutsverwandtschaft, wie gesagt, warum hat dann keiner bei der Hochzeit, warum hat dann nicht der Priester die Ehe vollzogen, sagt, eigentlich durfte er ja gar nicht. Nein, jetzt auf einmal, nachdem die Kasse endlich voll ist, sagt, ja, jetzt haben wir gemerkt, ihr hättet eigentlich gar nicht heiraten dürfen, wir trennen euch und jeder geht wieder seine Wege. Auch da, ich sage mal immer, als Historiker meint man manchmal, was hat sich eigentlich in der Welt großartig geändert? Ist doch eigentlich vieles so. Ich sitze da manchmal so auf dem Sofa und denke, warum machst du das eigentlich?
Menschen ändern sich ja doch nicht. Ne? Trotzdem finde ich es immer wieder spannend zu sehen, wie die damals diese Sachen gemacht haben. Eleonore zieht sich dann zum ersten Mal in die Abtei von de Broe zurück. Das war ihr Grabmal, da ist sie beerdigt, zeige ich Ihnen nachher nochmal, war das erste Bild. Da zieht sich hin zurück, da ist nämlich ihre Tante Mathilde Äbtissin. Da gewinnt sie dieses Kloster lieb und sagt, also immer, also wenn es mir schlecht geht, gehe ich da von de Broe, da kann ich mich wieder relaxen, sagt man heute so schön in solchen Sachen. Aber schon sehr bald, am 18. Mai desselben Jahres, 52, heiratete sie dann Heinrich Plantagenet in Poitiers, in ihrem Land, in ihrer Residenz. Sie ist ja jetzt wieder, Ludwig hat das jetzt alles wieder verloren, sie ist jetzt wieder Erbin dieses ganzen Länderkomplexes da, heiratet da diesen Heinrich Plantagenet. Das ist dieser da. Das ist übrigens wieder ein zeitgenössisches Bild, das ist tatsächlich aus dem 12. Jahrhundert. Da sehen Sie mal diese ganzen Verhältnisse hier. Der Heinrich Plantagenet ist der Sohn der Kaiserin Mathilde. In England sagt man Kaiserin Maud. Maud Mathilde. So, und die war in erster Ehe mit dem deutschen Kaiser Heinrich V. verheiratet. Nach dessen Tod heiratete die Gottfried, Graf von Anjou, Herzog der Normandie. Und der hat diesen Sohn Heinrich. Die Mathilde hat sich dann nochmal eine Auseinandersetzung gehabt, das war ein regelrechter Bürgerkrieg in England, dann gab es einen anderen Thronaspiranten, der Stephen von England, der dann auch zeitweise König gewesen ist. Da gibt es von Alice Peters diese Catfield-Romane, die gar nicht mal so schlecht sind. Die spielen in der Zeit, genau diese Zeit, da spielt das, dieser Bruder Catfield. Erlebt also diesen Bürgerkrieg und löst dann diese ominösen Kriminalfälle da. Und dieser Heinrich, der ist zu dem Zeitpunkt noch nicht König von England, der ist also Herzog der Normandie, aber er ist ein möglicher Aspirant auf den Königsthron. Und die beiden heiraten jetzt. Eleonore, die getrennte französische Königin, heiratet den möglichen neuen König von England, ne, mit dem sie dann also auch etliche Kinder haben. Da komme ich später noch drauf zu sprechen. Das bedeutet natürlich jetzt, wenn Sie sich die Karte ansehen, für Ludwig, der ist jetzt der Gelackmeierte. Denn wenn der hier Normandie, das Erbe hat der Heinrich schon sicher. Die Bretagne ist noch umstritten. Aber durch diese Ehe wird er jetzt wieder quasi durch seine Frau auch Herr über dieses ganze Gebiet. So, er ist damit zwar immer noch Vasall des Königs von Frankreich, aber ich sagte Ihnen, dieses Vasallentum hat überhaupt nichts zu bedeuten. Der kann machen, was er will. Und die Engländer sind eigentlich die Feinde der Franzosen. Und jetzt hat der Feind nicht nur England, jetzt hat er also praktisch zwei Drittel von Frankreich. Wenn man jetzt noch unten Toulouse dazu nimmt, das sowieso gegen den französischen König eingestellt ist, das alles wird in englische Hände geraten. Das alles nur wegen eines ehelichen Zerwürfnisses. Das muss man sich erstmal vorstellen. Was da im Schlafzimmer passiert ist, hat also die europäische Geschichte munter durcheinander gewirbelt. Das ist eine große Veränderung, die man auch gesamteuropäisch sehen muss. Damit verschieben sich ja die Machtverhältnisse. Der französische König ist jetzt also im Grunde genommen nicht mehr so, dass der große Star am politischen Himmel in Europa. 1154, nach dem Tod König Stephens, der damit einverstanden war, übernimmt also Heinrich II. Jetzt die Krone in England. Am 19. Dezember 1154 werden Eleonore und Heinrich in England gekrönt. 1155 ernennt Heinrich Thomas Becket, einen bedeutenden Kirchengelehrten, zu seinem Kanzler. Und 1164 erlässt er die Statuten von Clarendon. Das ist sehr, sehr wichtig gewesen. In den Statuten von Clarendon wird sozusagen England reformiert. Nach dem jahrelangen Bürgerkrieg herrscht da totales Chaos. Die Macht des Königs ist teilweise zusammengebrochen. Und er wendet sich nicht nur gegen den zu mächtig gewordenen Adel, sondern er wendet sich auch gegen die Kirche. Er will zum Beispiel, dass das Recht des Königs Bischöfe zu ernennen. Der alte Streit, wer ernennt die Bischöfe? Denken Sie an Canossa und Heinrich IV., der flammt da in England auch wieder auf. Der König sagt, nein, nach altem Recht ernenne ich die Bischöfe. Die Kirche sagt, nein, die Bischöfe, die wählt das Domkapitel und der Papst bestätigt die und der König darf was ja dazu sagen. Nicht? Also die Investiturfrage kocht wieder hoch. Die Frage auch, wer ist zuständig, wenn ein Geistlicher ein Verbrechen begeht? Ein weltliches Gericht oder ein geistliches Gericht? Der König sagt ganz eindeutig, eins meiner weltlichen Gerichte. Die Kirche sagt, nein. Darüber verkracht er sich
mit dem Thomas Becket, der ins Exil gehen muss. Der ist seit 1162 Erzbischof von Canterbury, also der Primas der englischen Kirche. Der muss ins Exil gehen, kommt dann wieder zurück, weil der Papst gesagt hat, wenn du nicht auf Thomas Becket hörst, dann wirst du in den Bann getan. Die wissen alle, Canossa, nicht, was der Bann in dieser Zeit, der Papstbann, was der bedeutet. Wenig später geht dann Eleonore zurück nach Aquitanien, weil sie da diesmal tatsächlich die Regentschaft für ihren Mann übernehmen soll. Also sie wird offiziell jetzt Regentin von Aquitanien und sie führt dieses Siegel mit Herrschaftsinsignien, mit Krone, mit einer Art mit Krone, mit Zepter, mit Reichsapfel. Sie ist praktisch sozusagen die Königin Stellvertreterin in Aquitanien. Das hört sich jetzt alles erstmal sehr pompös an, nicht? Und dieses Siegel, was sie führt, sieht ja auch sehr toll aus, aber hintenrum ist es doch wieder das Rollenspiel. An ihre Seite setzt Heinrich nämlich einen Berater oder besser gesagt einen Aufpasser. Er muss also doch wieder ein Mann sein. Er sucht aus seinem engsten Mitarbeiterstab einen zuverlässigen Mann aus, der im Grunde genommen jeden Schritt Eleonores überwacht, dem König sofort meldet und dann eingreift. Nicht? Sie ist im Grunde genommen eine Marionettenfigur. Auf Papier oder auf dem Siegel ist sie die Stellvertreterin des Königs. Aber machen darf sie da nichts. Nicht? Ohne den Stellvertreter, den Spion und Aufpasser und ohne den König ist sie da im Grunde genommen vollkommen machtlos. Sie ist eigentlich vom eigenen Mann wieder einmal ausgebotet worden. Man kann sich vorstellen, dass eine intelligente und selbstbewusste Frau nicht gerade sieht, she was not amused about it, dass da so passiert ist. Sie verbringt die meiste Zeit nun in dem Schloss ihrer Vorfahren, das Schloss in Poitiers. Nicht große Teile von diesem Schloss stammen tatsächlich noch aus dieser Zeit. Also man kann da Räume sehen, in denen sie wirklich gesessen und gelebt hat. Wäre an für sich, aber der Geschichtsverein muss ja, wenn Corona vorbei ist, müssen wir wieder mal Reisen machen. Ne? Ich halt schon wieder. Was Sie da gerade gesehen haben, bleibt jetzt. Was Sie gerade gesehen haben, war einer dieser Säle, der zu dieser Zeit schon existiert hat. Dann passiert aber etwas ganz Schlimmes. 1170 verkracht sich Heinrich wieder mit diesem Thomas Becket. Und er macht einen Ausspruch und sagt, will denn keiner mich von diesem verdammten Priester befreien? So etwas kann man als Mordaufruf verstehen, muss man aber nicht. Ich sag auch schon mal, wenn ich richtig wütend bin, dann falle ich ins Eschweiler Platz und sage, ich kann das kaputt hauen. Das heißt nicht, dass ich da zu irgendwelchen Waffen oder zur Faust greife. Da bin ich einfach nur, ja, das passiert schon mal. Das mache ich aber meistens zu Hause und da ist auch keiner dabei, das tut auch keinem weh. Inwieweit tatsächlich der König die Absicht hatte, den umbringen zu lassen, ist eine Frage. Immerhin vier Ritter, dann ist es diese Sache, vier Ritter, fassen es offenbar als königlichen Willen auf und am Altar in Canterbury, der Hauptkirche der englischen Kirche, wird der von diesen Rittern da massakriert. Das kann natürlich nicht ohne Folgen bleiben. Der Papst droht wiederum mit dem Bann und der Heinrich muss als Sühne an diesem Altar, wo der Mord passiert ist, die öffentliche Kirchenbuße tun, sich selber geißeln. Das ist für einen König demütig, schmerzhaft war wahrscheinlich nicht. Wer weiß, was der da wieder getrickst hat, was der da wieder gemacht hat. Es ist eine Demütigung. Der König muss und die Kirche ist rappelvoll. Da haben so viele nur drauf gewartet. Das spielt sich mal an zu sehen. Ein König, der sich auf den Knien im Büßerhemd geißeln muss. Das ist natürlich ein Jahrhundertereignis. Wir wissen in dem Fall aus den Quellen, dass sowohl Eleonore selbst als auch ihre Söhne das Verhalten des Königs nicht billigt haben. Sie haben also quasi dem König unterstellt, er stelle dahinter, hinter diesem Mordanschlag, was nicht erwiesen ist, aber möglicherweise. Aber die kannten ihn ja besser. Nicht? Also als Ehefrau und als Sohn kennt man den Vater wahrscheinlich besser als ein Historiker, der sich 800 Jahre später damit auseinanderzusetzen hat. Aber das war eine der spektakulärsten Mordgeschichten des Mittelalters überhaupt. Ja, und dann kommen wir jetzt schon direkt, ich muss auch ein bisschen an die Zeit denken, ich würde viel gerne noch mehr erzählen, dann kommen wir dann wieder zu den Nachkommen. Sie bekommt mehrere Kinder von dem Heinrich, darunter sind die wichtigen Heinrich der Jüngere,
der potenzielle Thronfolger, Richard, der als Richard Löwenherz in die Geschichte gehen wird, Gottfried, der recht früh verstorben ist, und Johann ohne Land. Und diese Söhne werden jetzt sozusagen den weiteren Ereigniseingang bestimmen. Denn Heinrich plant im Jahre 1169 schon bei Lebzeiten sein Reich aufzuteilen. Also wenn ich mal sterbe, dann regel ich jetzt schon vorher, wie das weitergehen soll. Heinrich der Älteste wird selbstverständlich König werden. Richard wird Aquitanien bekommen, also das Land von Eleonore, das wird er bekommen. Das ist Eleonore durchaus recht, denn Heinrich ist ihr Lieblingssohn. Heinrich hat sie geradezu vergöttert und ihr Stammland an ihren Lieblingssohn, damit ist sie zunächst mal einverstanden. Das ist zunächst mal, ist das, kann gar nicht besser kommen. Sie hofft im Stillen darauf, dass der Heinrich eines Tages Aquitanien wieder rauslöst aus der Erbmasse des Angevinischen Reiches, das Haus Anjou, das Haus des Mannes, nennt man lateinisch Angevinisches Reich, das wieder rauslöst und Aquitanien unter ihrem Lieblingssohn wieder selbstständiges Herzogtum wird, wieder rausgelöst wird aus dieser englischen Erbmasse heraus. Sie ist also damit sehr einverstanden. Gottfried soll die Bretagne bekommen und Johann, der noch ein Kind ist, bekommt gar nichts. Deswegen ist er als Johann ohne Land oder John Lackland im Englischen in die Geschichte eingegangen. So ist die Situation, also diese Aufteilung. Diese Teilung war natürlich nicht besonders klug. Sowas kann nie gut ausgehen. Es wäre viel vernünftiger gewesen, er hätte den Ältesten alles gegeben und den anderen eine Apanage verpasst. Sowas war damals schon üblich, das ist auch heute noch so üblich, nicht einer wird Thronfolger, der Rest kriegt eine Apanage, man kann dann standesgemäß davon leben und hat auch keine Arbeit damit. Nicht? Also wenn ich mir so recht überlege, ich hätte ja lieber eine Apanage gekriegt, als König zu werden. Denn König ist doch nicht immer so, also so eine dankbare Aufgabe ist es nicht. Und dann kommt noch erschwerend hinzu, dass er ihnen zwar diese Titel verpasst, aber in Wirklichkeit haben die keinerlei Rechte. Sie müssen weiterhin um jeden Groschen bei Papa bitten. Selbst als sie nacheinander heiraten, also einen eigenen Hausstand gründen, die müssen immer sagen, Papa, ich brauche mal wieder Geld. Ach, schon wieder Geld, schon wieder kommst du mit Geld. Hast du nicht schon genug gekriegt? Wir kennen das alle. Jeder hat das mal erfahren. Also die Söhne da sind mit der Situation, wie aufgeteilt worden ist, das aufgeteilt ist und das. Also die kriegen kein Geld. Das ärgert die. Die sind also äußerst unzufriedenheit und es kommt vieles zusammen. Eleonore selbst ist verärgert, weil ihr Mann, nachdem sie also offenbar eine ganze Weile lang, ich sag mal so relativ, naja, wenn man so viele Kinder hat, nicht? Sie haben offenbar gut miteinander gelebt, aber er verliert das Interesse an ihr und hält sich mit Dresden. Das ist unter den Königen der Zeit üblich gewesen. Sollte heute auch noch geben, habe ich diese Tage einen Zeitungsunfall gelesen von einer Frau, die auf einmal Prinzessin von Belgien geworden ist. Naja, so soll alles, gibt es also auch heute noch, nicht? Also Eleonore ist also nicht ganz so gut auf ihren Mann zu sprechen. Dann kam die Geschichte mit dem Thomas Becket noch dazu. Ich hatte gesagt, hättest du doch bloß den Mund nicht so voll genommen, jetzt ist der tot, ob du dafür kannst oder nicht. Was hast du? Du hast dich blamiert. Dann bist du Papst zu so Strafe versetzt worden. Also innerhalb der Familie hängt der Haussegen wieder einmal kräftig schief. Und 1173 beginnen die Söhne einen Aufstand, eine Rebellion gegen den Vater zu machen. Der jüngere Heinrich verbündet sich sogar, also hier der Heinrich der Jüngere, verbündet sich sogar mit Eleonores Ex-Ehemann, Ludwig VII. Von Frankreich, gegen den eigenen Vater. Jetzt macht Eleonore eines, sie stellt sich auf die Seite der Söhne, gegen ihren eigenen Ehemann. Das ist der zweite Punkt der schwarzen Legende um sie. Den ersten Punkt können Sie sich daran erinnern, der angebliche Ehebruch in Antiochien. Der zweite ist jetzt als Frau, ergreift sie die Partei ihrer rebellierenden Söhne gegen ihren eigenen Ehemann. Das ist für die damalige Zeit natürlich tatsächlich, zumindest sehr ungewöhnlich. Ne? Zumindest sehr ungewöhnlich. Nun kommen schon vier so Punkte zusammen, die diese schwarze Legende um sie herum wachsen lassen. Der angebliche Ehebruch, die Wiederverheiratung. Man hätte eigentlich erwartet, dass sie jetzt in ein Kloster geht und als Büßerin den Rest ihres Lebens unter dem Herrn verbringt. Sie heiratet wieder. Sie macht Verrat am zweiten Ehemann, obwohl er sicherlich da also tüchtig dran Schuld gehabt hat. Und schließlich erfindet man noch eine Legende. Sie hätte die Geliebte des Königs Rosamund Clifford umgebracht oder umbringen lassen.
was aus vielen Gründen gar nicht gehen kann. Zu dem Zeitpunkt war sie überhaupt gar nicht da, sie hätte es gar nicht machen können. Aber es gibt die, heute sagt man die Yellow Press, ne? Also die, solche Nachrichten, solche Fake News waren immer beliebt, sind auch heute beliebt, also man hängt ihr das auch noch an. Dann ist sie auch noch schuld gewesen. So entsteht diese, also eine Frau, die ihren eigenen Weg geht, wird in dieser Zeit diffamiert und alles wird ihr angehängt, und wenn es überhaupt gar nicht gewesen sein kann. Das ist diese ganze Sache. Die Söhne ziehen aber in dem Kampf gegen den Vater, den Kürzeren. Eleonore versucht noch zu fliehen, wird dann bei Chinon gefangen genommen, auf das Schloss in Chinon gebracht, dann ist das Ziel. Das ist eine Szene genau aus der Zeit. Die muss also, diese Szene, muss diese Wandmalerei in einer Kapelle in Chinon, die muss unmittelbar danach entstanden sein. Also einer der ganz wirklich, also das war brandaktuell, da wird das dargestellt. Heinrich führt seine Frau gefangen nach Schloss Chinon. Da wird sie zuerst erstmal eingesperrt. Sie wird 16 Jahre in Haft verbringen. 16 Jahre erst in Frankreich, in Chinon. Dann wird sie nach England gebracht, nach Old Sarum, das ist eine Burg und eine Stadt, eine ehemalige Königsresidenz in der Nähe von Salisbury. Das ist ein Modell, wie das damals ausgesehen hat, nicht? Mit der königlichen Residenz in der Mitte, mit einer Bischofskirche, mit Kreuzgang, Kloster und so weiter und rundum stark befestigt. Da wird sie jetzt 16 Jahre, so sieht es heute aus. Das sind die Ruinen von Old Sarum, so kann man es heute sehen. Da sehen Sie die Überreste dieser Kirche, die Überreste der Burg und der Befestigung. 16 Jahre wird sie dort sitzen. Sie hat natürlich nicht in einem dunklen, luftleeren Kerker angekettet an der Wand da verbracht. Sie war natürlich immer noch eine Königin. Sie hat natürlich da, wir haben Rechnungen, was sie so bekam. Nicht? Sie bekam natürlich fürstliche Kleider, sie hatte Personal, sie hatte, sie lebte wie eine Fürstin, nur eben sie kam nicht mehr raus aus diesem Loch, das ist es. Die war gerade 14, da ist aber Quarantäne, nicht? Quarantäne, 16 Jahre lang. Und das ist natürlich für sie sehr schlimm, es ist eine Demütigung, sie ist politisch kaltgestellt, sie kann sich überhaupt auch nicht mehr um die Familie kümmern, ne? Die Söhne zerstreiten sich, der Mann ist mit den Söhnen zerstritten, sie kann sich um ihre Heimat, um Aquitanien überhaupt nicht mehr kümmern, sie kann keinen Briefwechsel mehr führen, nicht? Ihr Briefwechsel wird kontrolliert, sie kann so nirgendwo irgendwie richtig kommunizieren, in 16 Jahre, das kann eine furchtbar lange Zeit sein. Nicht? Dann kann man auch, wenn man in komfortablen Verhältnissen lebt, Haft ist trotzdem letztendlich Haft und ist eine tiefe Demütigung, als Ehefrau vom eigenen Mann 16 Jahre eingesperrt zu werden. Der Heinrich hat ihr uns nahegelegt, wieder eine Trennung einzugehen, diesmal von ihm. Das hat sie abgelehnt. Diesmal bleibt sie, die stur bleibt und sagt, nein, ich bleibe Königin von England. Und wenn du dich auf den Kopf stellst, nochmal gibt's das nicht. 1174 söhnen sich Heinrich und seine Söhne wieder aus, was für Eleonore aber zunächst mal überhaupt nichts ändert. 1182 geraten die Söhne untereinander sich wieder in die Haare. Es kommt zu Kämpfen, hauptsächlich auf französischem Boden, in ihrer Heimat wird gekämpft. Sie sitzt da ohnmächtig eingesperrt in diesem Castle und weiß man, das hört sie ja, dass in ihrer Heimatland Städte abgefackelt werden, Bauerndörfer niedergemacht werden. Das ist übrigens die Zeit, in der ihr Sohn Richard den Namen Löwenherz bekommt, weil er sich in diesen Kämpfen dermaßen stark und dermaßen mutig erweist, dass er diesen Namen Richard Lionheart, Richard Löwenherz bekommt. 1183 stirbt der Älteste und zum Thronbeerben bestimmte Heinrich. 1186 dann Gottfried. Es bleiben also jetzt schlussendlich nur noch Richard und Johann übrig. Die anderen Prätendenten sind jetzt... wie es schreibt der große deutsche Historiker Leopold von Ranke so schön, sie sind mit Tode abgegangen. Wunderbare Formulierung eines Buches aus dem 19. Jahrhundert. Ging mit Tode ab. Ich lese das immer wieder also mit der Sprache eines vergangenen Jahrhunderts. Am 6. Juli 1189 stirbt König Heinrich III. Verbittert und enttäuscht über sein Leben und wird stirbt in Chinon, in Frankreich, wird aber begraben, auch wieder in Fontevraud, in dieser Abtei, die wir jetzt schon so oft gehört haben. Und Richard wird König. Und das Erste, was Richard tut, seine Mutter aus dem Gefängnis rausholen. Das ist das Erste, da sehen Sie Richard mit den berühmten drei Löwen, oder besser gesagt, es waren wahrscheinlich eher Panther oder Tiger, aber der Name Richard Lionheart, Löwenherz, bleibt ja
für alle Zeiten bei ihm. Also er befreit zunächst mal seine Mutter nach 16 Jahren aus der Haft. 1190 beschließen Richard und der neue französische König, also der Ex-Mann Eleonores, Ludwig der Siebte ist gestorben, der neue König Philipp August, beschließen gemeinsam einen neuen Kreuzzug, weil im Heiligen Land Jerusalem inzwischen verloren gegangen ist und da muss etwas passieren. Und Richard, der Sohn, ist klüger als die beiden Ehemänner und sagt, wenn ich im Heiligen Land bin, ich ernenne meine Mutter zur Regentin. Sie wird die Regierung während meiner Abwesenheit. Und damit beginnt sozusagen ihre zweite Karriere. Ihre zweite Karriere. Sie ist jetzt, solange Richard weg ist, ist sie die Herrin über ganz England und über alle englischen Besitzungen auf dem Kontinent. Eine der mächtigsten Frauen Europas. Das ist da ist sie ja schon keine junge Frau mehr. Sie ist 1124 geboren, vergesst es nicht. Sie ist keine junge Frau mehr. Und hat viele Erfahrungen gesammelt. Und sie hat dann tatsächlich, sie ist an den Schaltstellen der Macht jetzt. Und sie macht das. Sie wirft den Laden. Sie kann das wirklich tatsächlich machen. Sie zeigt jetzt wirklich als Frau, ich bin doch in der Lage, das zu machen, was die Männer mir sonst immer streitbar machen. Das ist eine ganz wichtige Angelegenheit. Auf dem Heimweg wird dann Richard von Herzog Leopold von Österreich gefangen genommen. Die hatten sich im Heiligen Land verkracht. Das war Richard schuld. Der hatte so ein bisschen nach oben, ach ja, ich bin König und du? Du bist ja nur ein Graf, ein österreichischer Graf, du bist ja gar nichts. Ne? Auf dem Rückweg nimmt er den gefangen, das durfte er gar nichts tun. Da ein Kreuzfahrer, egal ob König oder nicht König, stand unter dem Schutz des Papstes und durfte nicht in irgendeiner Weise angegriffen werden. Das war also ein ungeschriebenes Gesetz, Kreuzfahrer darf nicht bleiben. Er tut dann aber, sagt dann aber, ich als Graf, da kann ich nichts anfangen. Er verkauft sozusagen seinen Gefangenen weiter an den deutschen König Heinrich VI. Und der sagt, prima, jetzt habe ich den erstmal in der Hand. Und jetzt werde ich ein dickes Lösegeld fordern. Das tut der auch. Das Lösegeld waren 150.000 Mark Silber. Mark bedeutet nicht eine Münze, Mark ist eine Gewichtseinheit. Das sind Tonnen. Das sind Tonnen, die er als Lösegeld da verlangt. Die kann kein Monarch Europas so aus der Tasche bezahlen. Das können sie nicht aus der Portokasse machen. Das ist eine immense Summe. Das wird unter Umständen Monate oder Jahre dauern, um die Summe überhaupt zusammenzukriegen. Es ist Eleonore, die das Geld für ihren Sohn locker macht. Es ist Eleonore, die aus ihrem Privatvermögen, aus der königlichen Kasse, die durch alle möglichen Schichten, die sowas, es gab sowas Ähnliches wie Banken, gab es schon. Also nicht Banken im modernen Sinne, man konnte aber Kredite aufnehmen. Sie setzt in ganz Europa alles in Bewegung. Die Legende will, dass in dieser Zeit etwas anderes passiert ist. Sein Bruder Johann hätte das Geld zusammen geraubt, um sich selber zu bereichern. Und dann hat sich einer dagegen gewehrt. Einer der bösesten Geldeintreiber von Johann ohne Land war der Sheriff von Nottingham. Und ein edler Mann namens Robin Hood wehrt sich dagegen. Die Legende entsteht während der Regentschaft von Eleonore. Denn Johann ist im Grunde genommen, Johann verrät sogar seinen Bruder. Johann verbündet sich mit dem Feind gegen seinen eigenen Bruder. Aber die dann 1194 tatsächlich Richard freikriegt, ist Eleonore. Sie hat das Geld locker gemacht und sie ist 1193 nach Köln gekommen. Nach Köln, auf deutschem Boden. Und nicht umsonst nach Köln. Köln ist die reichste Stadt in Deutschland. Es ist mit Sicherheit so, dass ein Teil dieser immensen Summe von Kölner Kaufleuten vorgestreckt worden ist. Die verfügten über die Mittel und die konnten auch die Weiterleitung dieser Mittel an den deutschen Kaiser sicherstellen. Übrigens mit dem Geld hat der danach die Krone Siziliens errungen. Das so nebenbei nochmal erwähnt. Die beiden sind dann sehr lange in Köln, also mindestens mehrere Monate in Köln geblieben, sind dann 1194 nach der endgültigen Freilassung, sind sie zusammen wieder nach England, London zurückgekommen. Richard wird ein zweites Mal zum König gekrönt. Er söhnt sich jetzt mit Johann aus und Eleonore sagt sich jetzt, ich habe meinen Job gemacht, ich habe es gut getan, ich bin eine alte Frau, ich ziehe mich nach Fontainebleau, ihr Lieblingskloster, zurück, ich brauche jetzt Ruhe. Aber es ist ihr nicht vergönnt. 1199 stirbt Richard Löwenherz an den Folgen einer tödlichen Kriegsverletzung im Kampf gegen Frankreich. Er wird in Fontainebleau, also in dem Kloster, in ihrem Lieblingskloster, an der Seite ihres verstorbenen Mannes beigesetzt. Schon wieder ein Schlag, das muss eine Frau mal wegstecken. Die hat inzwischen mehrere Kinder schon verloren, die hat den Mann verloren, die hat all diese ganzen Sachen, diese furchtbaren Kreuzzugserlebnisse, die langen Jahre Gefangenschaft. Jetzt wird ihr Lieblings
Lieblingssohn, der neue König von England, stirbt an den Folgen einer Kriegsverletzung. Das ist ein unglaublicher Schlag, aber diese Frau kann einstecken. Diese Frau kann einstecken. Die überwindet auch das noch. Sie ist also noch, die ist noch lange nicht am Ende damit. Ich wär, manch andere wäre jetzt wahrscheinlich zerbrochen an all diesen Dingen. Aber nicht genug. Also die alte Dame hatte schon Stehvermögen, das ich mir persönlich nicht ohne weiteres zutrauen würde. Der neue König wird jetzt Johann Oneland, von dem Eleonore nicht viel hält. Das ist, während Richard ihr Lieblingssohn war. Johann hat sie immer gesagt, aus dem wird niemand Gescheites. Sie hatte recht. Ihre Ahnung, sie kannte ihre Kinder. Die hätte ihre Pute gekannt. Denn die Geschichte nachher, die ich Ihnen heute nicht mehr erzählen werde, wird zeigen, Johann Oneland war einer der schlechtesten Könige, die jemals auf dem Thron Englands gesessen haben. Der also wirklich kein Fettnäpfchen ausgelassen hat und nichts getan hat, was nicht irgendwie schlecht für einen König gewesen wäre, der auch der England sehr viel gekostet hat. Nicht? Unter ihm sind fast alle Festlandsbesitzungen verloren gegangen. Durch Dummheit, durch Arroganz, durch unnötige Grausamkeit, durch Verschwendungssucht. Also sie hat es gewusst, aber er ist der Einzige, der jetzt als König in Frage kommt. Und sie hat ihn loyal unterstützt, auch gegen ihren eigenen Enkel Arthur von der Bretagne, der auch Kronrechte hatte. Sie hat gesagt, es geht nicht um diesen Sohn, es geht um das Reich. Um des Reiches willen muss ich auch diesen ungeratenen Sohn weiterhin stützen. Und das tut sie auch. Und sie leistet ihm wertvolle Dienste. Sie ist jetzt eine erfahrene Frau. Sie ist wahrscheinlich eine der gewiebtesten Diplomatinnen, muss man jetzt sagen, in Europa ihrer Zeit genug. Wer so lange gelebt hat und solche Höhen und Tiefen erlebt hat, der weiß, wie man Politik betreibt. Und so ist es bei ihr im Grunde genommen auch. 1199 schließen dann Frankreich und England Friedensschluss. Und als Bekräftigung dieses Friedensschlusses wird auf Eleonores Anraten hin eine Ehe geschlossen zwischen ihrer Enkelin Blanca von Kastilien und dem französischen Thronerben Ludwig dem VIII. Das soll diese Hochzeit zwischen ihrer Enkelin und dem französischen Thronfolger soll den Frieden also erstmal zementieren. Genialer Schachzug. Nicht? Mit Hochzeiten hat man sehr oft auch politische Bündnisse gefestigt oder überhaupt erst in Bewegung gesetzt. Das ist Ihre Idee. Ich habe ja vergangenes Jahr über die Blanca von... Achso, das ist Johann Oneland, wollte ich Ihnen noch schnell zeigen, auf der Yachtszene. Vorher hatte ich ja schon über diese Blanca von Kastilien gesprochen und im Jahre 1230 die inzwischen 76-jährige Eleonore. 76, das ist ja heute, würde man sagen, das ist ein nettes Alter. Im Mittelalter ist 76 steinalt. Und die reist tatsächlich über die Pyrenäen nach Kastilien, um ihre Enkelin persönlich in Paris heil abzuliefern. Das muss man sich vorstellen. Das Reisen für eine Frau in dem Alter, wie ist man gereist? Sie wird kaum über die Pyrenäen mit dem Wagen gereist sein, sie muss geritten sein. Vielleicht hat sie eine Sänfte gehabt, aber wahrscheinlich, sie ist die meiste Zeit ihres Lebens geritten, zwar auf dem Zelter, das ist ein speziell für Frauen abgerichtetes Pferd, das Passgang geht, das für den Damensitz geeignet ist. Ach so, hätte ich Ihnen auch noch zeigen können, aber naja, man kann nicht alles an einem Abend machen können. Aber stellen Sie sich das mal vor. Wenn mir einer sagen würde, ich bin jetzt in diesem Jahr 60 geworden, wenn mir einer sagen würde, ich soll zum Pferd von Frankreich über die Pyrenäen nach Kastilien und wieder zurückreisen, dann würde ich sofort sagen, nein, das schaffe ich nicht. Das hält mein Rücken nicht aus und das hält auch die Haut meines Gesäßes und meiner Schenkel nicht aus. Das kann ich nicht. Diese 76-jährige Frau schafft das. Auf der Reise, das kann ich Ihnen jetzt gar nicht alles erzählen, passiert auch, da wird einer ihrer Anhänger ermordet, dann kommen Schneestürme im Gebirge und, dann ist das so, das ist ein Abenteuer für sich, da können wir auch wieder ein Buch drüber schreiben. Sie schafft das und liefert in der Tat heil ihre junge Enkelin da in Frankreich ab und stiftet zumindest für den Moment damit Frieden zwischen England und Frankreich. Allerdings, dieser Frieden hält nicht sehr lange, denn 1203 bricht der Krieg tatsächlich wieder aus. Sie hat sich inzwischen dann in Frankreich erobert, die Normandie zurück. Ihr Sohn Johann Oneland erweist sich auch als militärischer Idiot. Sie hat ihn richtig eingeschätzt. Sie ist inzwischen wieder in Fontevraud, erholt sich von den Strapazen. Und am 31. März oder 1. April 1204 ist sie 80-jährig in Fontevraud
gestorben. Das ist dieses Kloster, ihr Lieblingskloster, dem sie zeitlebens immer wieder reiche Schenkungen gemacht hat. Wahrscheinlich hat sie immer vorgehabt. Das wird mal sozusagen, also entweder mein Alterssitz oder zumindest meine Grabstätte. In diesem Kloster wird sie jetzt beigesetzt. Und das ist dieses Grab, was ich Ihnen eingangs gezeigt habe, von oben, jetzt von der Seite. Iliolore links, rechts Heinrich, ihr zweiter, vor ihr verstorbener Ehemann. Das ist sie nochmal. Das Ende einer, ich hoffe wirklich auch für Sie, hochinteressanten Frauenkarriere des Hochmittelalters. Weil sie als Frau einen eigenen Kopf gehabt hat, weil sie versucht hat, sich durchzusetzen, ihre Ideen, ihre richtigen Ideen durchzusetzen, ist sie von den Zeitgenossen diffamiert worden. Vor allen Dingen von den Männern und vor allen Dingen, wenn die Männer auch noch Kleriker waren. Man hat eine schwarze Legende um sie herum gestrickt, die die Historiker bis in die jüngste Vergangenheit immer munter nacherzählt worden. Ein männermordendes oder sogar frauenmordendes Weib, dem man jede Schlechtigkeit zutrauen kann. Erst die Historiker der jüngeren Generation, also ich kann jetzt inzwischen so der jüngeren Generation, meiner Generation, so jung bin ich auch nicht mehr, ne? Die jungen Historiker, sag mal, die haben erkannt, welche Leistungen sie wirklich erbracht hat, was sie geleistet hat als Frau, was sie geleistet hat als Regentin, was sie geleistet hat auch als Kunstförderin, das habe ich jetzt überhaupt noch gar nicht erwähnt, weil das würde noch viel zu weit führen. Und so langsam wird dieses Bild von ihr revidiert und wahrscheinlich werden noch zwei Generationen Historiker weiterhin fleißig in Archiven forschen, arbeiten und bestätigen, sie war eine der großartigsten Frauenpersonen des Hochmittelalters. Sie hat viele Niederlagen erlitten, sie hat Haltung bewiesen, sie hat Würde bewiesen, sie hat am Schluss doch noch das geschafft, was sie eigentlich wollte. Sie hat eigenständig Politik getrieben, erfolgreich für England, für ihre Dynastie. Und sie hätte gegen Ende ihres Lebens einen Song singen können, wie Frank Sinatra, I did it my way. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bin auch gerne bereit, noch Fragen zu antworten und wünsche Ihnen weiterhin alles Gute. Danke. Applaus